Ja, hallo, der Matthias ist wieder hier. Zusammen mit. Hallo, der Matthias ist wieder hier. Zusammen mit Liton. Und wir sind diesmal auf der Made in Asia in Brüssel, in Belgien. Und wie ihr sehen könnt, befinden wir uns hier noch in unserem geschlossenen Stand. Es ist Samstagmorgen, kurz bevor die Tore öffnen. Und wir werden jetzt einmal kurz mit euch rumgehen über die Messe, euch ein bisschen die ganze Sache hier zeigen, die anderen Stände, soweit sie schon aufgemacht haben. Und wenn wir zurückkommen, werden wir dann hier auch unseren Stand abdecken und öffnen. Und dann wollen wir jetzt mal loslegen. Also lasst uns mal ein bisschen hier über die Show gehen. Hier rauskommen, dann seht ihr schon, wie die Kollegen langsam anfangen, ihre Planen abzumachen und vorzubereiten für den Verkauf dann. Im Hintergrund könnt ihr auch die Schreie hören der Besucher, die werden schon mal angeheizt hier. Und wenn die dann reinstürmen, dann rennen sie alles über. So wie üblich halt. Ja. Das sind halt Einblicke jetzt, die ihr sonst nicht bekommt, weil als normaler Besucher kriegt man das zu dieser Zeit nicht zu sehen. Ja, wenn du irgendwas Interessantes siehst, können wir uns das hier angucken. Da gibt es zum Beispiel Penisse. Das ist. Und ohne Scheiß, das ist Mia. Das ist ja hier. Das ist Mia. Wer verkauft jetzt Penisse? Okay. Ich wunderte mich schon, weil einige Leute so mit so einem Penis rumgelaufen sind. Ja, alles was jetzt hier rumläuft, das sind ja erstmal noch Kollegen, andere Händler, die ihre Ware hier vorbereiten. Und nachher haben wir einfach zu viel zu tun und müssen an unserem eigenen Stand dann sein. So dass wir hier nicht großartig rumlaufen können. Heute wird es richtig voll. Gestern ging es so einigermaßen am Freitag. Aber heute kommt der große Ansturm. Das sind hier so die Bausätze aus Japan. Sehr schön. Und Figuren natürlich, jede Menge Figuren. Die große, ne? Matzinger, ja. Die hübschen Mädels. Schauen wir uns die Figuren dann nochmal an. Jetzt nochmal ohne Flimmern das Ganze. Auf 50 Hertz jetzt geschaltet. Ja, okay, gucken wir mal weiter. Können wir mal Richtung Eingang laufen, dass man diese Menschenmassen da, die ganzen Verrückten mal so ein bisschen drauf bekommt. Ja, aber das macht richtig Spaß hier. Ja, das ist geil. Das wird richtig voll, wird das hier. Deswegen. Die Made in Asia in Brüssel, das ist die geilste Show, die es hier gibt. Da wollte sich eine wichtig machen. Ich bin ja so wichtig, ich gehöre zur Orga, ich bin ja so wichtig. Kommst du? Kannst du auch mal so ein bisschen hochhalten. Schön.
Nee, lass mal hier. Das sind mal richtig viele Leute, ne? Ja. Richtig viele Leute hier. Das wird richtig klasse. Ja. Wahnsinnig viel Food, ne? Großer. Ja, das sind unsere Nachbarn aus Gent. Die verkaufen hier auch jede Menge Sachen. Hier ist Naruto, ne? Wenn du mal gucken möchtest, das ist Naruto. Zu teuer, ne? Ja, aber ich will ja so eine Kette oder. Ach so. Oder so ein nachgemachtes Kram. Ja. Guten Morgen, lieber Andy. Hallo. Wir überfallen dich wieder mit der Kamera. Ja. Heute Großkampftag hier, ne? Ja, hoffen wir mal. Ja. In der Schule am Aufräumen. Ja. Wir haben auch schon ordentlich Fresstüten gepackt, ja, dass die Leute gut kaufen können. Ja. Aber ich finde das immer sehr entspannt oder sehr schön, wenn die mich Monsieur nennen. Monsieur, ja, das, man klingt so wichtig dann irgendwie, ja, ne? Genau. Oder in England Sir. Ja, in England war ich noch nicht, aber ja. Also zumindest nicht auf Messe. Ja. Aber, hier in Belgien nennen die mich immer Monsieur. Monsieur, das hat so was Respektvolles. Genau, sie, genau sie, respektvoll. Sie nennen dich Monsieur und dann klauen sie dir was. Das kann passieren. Ja, man muss schon ein bisschen aufpassen, ja. Aber doch. Eigentlich ist wirklich geteilt hier. Also du hast ein Drittel der Stände, die haben alles ja, mit Folie abgedeckt und anderen, die sehen das locker. So wie offen, ne? So ja. Es geht auch nicht anders, weil wir ganz viele kleine Sachen haben, die halt anders. Ja, ja, genau. Und du hast auch nicht so viel Personal, dass die das immer dann rausgeben können, dann, wie die das haben wollen. Ne? Ja. Ganz zu schweigen, dass man einige überhaupt nicht verstehen kann. Ja, aber macht schon Spaß, ja. Gut, dann wünsche ich dir ein richtig geiles Geschäft. Ne? Euch auch. Hau rein, ne? Bis dann. Jo. Also, wir müssen ja unseren Stand vorbereiten. Ja, dann gehen wir jetzt doch mal lieber wieder zurück zu unserem eigenen Stand. Genau. Und bereiten unseren Stand ein bisschen vor, machen alles auf. Und dann können die Leute reinstürmen und uns alles wegkaufen.
gleich los hier mit dem Verkauf. Ich freue mich drauf. Ich sage danke, dass du das Video wieder bis zum Schluss geschaut hast. Bleib gesund, hab viel Spaß, unternehm was Schönes, so wie wir heute auf der Made in Asia in Brüssel. Und dann sehen wir uns schon bald in meinem nächsten Video. Also macht's gut und bis dann, sagt Matthias und Rita. Ciao.